Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Scandal Love von LJ Sheen gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag einfach zugeschickt bekommen, ich habe es gar nicht angefragt, weil ich ja nichts mehr anfragen wollte in nächster Zeit und ja, da hat mir es der liebe Lux Verlag einfach so zugeschickt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag, ich habe mich mega gefreut, wo dieses Buch hier ankam, denn ich wollte es mir diesen Monat definitiv auch noch kaufen und lesen und ja, ich habe mich also wahnsinnig gefreut, als ich gesehen habe, dass ihr mir das Buch zugeschickt habt und ich habe es natürlich auch gleich gelesen, denn ich wollte wissen, was mit Trent und Eddie hier so passiert in diesem Buch und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich fand die Geschichte einfach nur wieder richtig, richtig gut. Ich finde die Geschichte von LJ Sheen total abgefahren und auch total schön und es ist eine echt krasse Mischung, was die Frau hier an den Tag legt und ja, ich würde sagen, ich erzähle euch aber erstmal, worum es in Scandal Love eigentlich geht. In Scandal Love geht es um Trent Rexroth. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Es geht um Trent. Und Trent gehört zu den Hot Holes, also zu Vicious und seiner Gang. Und man kennt Trent schon aus den vorherigen zwei Büchern. Und man hat schon gemerkt, dass er so ein bisschen so der Ruhigere ist von der ganzen Truppe. Und man hat im zweiten Teil ja auch erfahren, dass er eine Tochter hat. Und ja, er hat einen One-Night-Stand mit einer Stripperin und daraus resultierend ist seine Tochter Luna entstanden. Und die Mutter von Luna hat die beiden sitzen lassen, als Luna ein Jahr alt war. Sie hat sie einfach alleine gelassen im Apartment und ist einfach abgehauen. Und ja, Trent kümmert sich seitdem alleine um seine kleine Tochter, was ihn ziemlich stark manchmal an den Rand der Verzweiflung bringt, denn seine Tochter spricht nicht. Mit niemandem. Und sie zeigt halt auch sonst so keine Regungen. Sie gestikuliert nicht viel, sie ist einfach stumm und steht halt irgendwo in der Gegend rum und bringt sich nicht zum Ausdruck. Und er hat keine Ahnung, woran das liegt. Luna ist jetzt körperlich, was das betrifft, total fit. Also sie hat da keine Einschränkungen. Sie könnte reden, sie könnte gestikulieren, sie könnte alles machen. Sie will halt einfach nur nicht. Und Trent hat schon alles versucht, um irgendwie zu ihr durchzudringen, aber nichts hat geholfen. Und es ist dann so, dass die Firma von den Hot Holes quasi einen neuen Teilhabe bekommt. Da Vicious und auch Dean sich ein bisschen aus dem Geschäft zurückziehen möchten, um halt mehr Zeit für ihre Familien zu haben, wollen sie halt die Arbeit so ein bisschen abgeben und wollen halt Anteile ihrer Firma verkaufen. Und das machen sie auch. Und zwar verkaufen sie diese Anteile an Jordan Fantasy. Und Jordan Fantasy ist ein ziemliches Arschloch, wie sich dann so im Nachhinein herausstellt. Da kommen dann auch noch Dinge über ihn ans Licht, was sie vorher nicht so wussten. Und ja, ich glaube, hätten sie das vorher gewusst, hätten sie ihre Anteile an ihn auch nie verkauft. Und ja, jetzt müssen sie aber mit ihm als Teilhaber leben und damit irgendwie klarkommen. Und ja, Jordan hat eine Tochter und zwar Eddie. Und Eddie ist 18 Jahre alt und so der typische Teenager, sie ist rebellisch und aufgeschlossen und provozierend. Und ja, Trent lernt Eddie auf einer Gartenparty kennen und sieht sie dort quasi eigentlich nur von Weitem. Und sie fällt ihm aber sofort ins Auge. Und ja, er möchte sofort mehr von ihr wissen. Und er möchte wissen, wer sie ist, was sie für ein Mensch ist. Und ja, als er erfährt, wer sie ist und wie alt sie ist, ist er natürlich erstmal schockiert und hält sich von ihr fern. Und möchte mit ihr natürlich auch soweit nichts zu tun haben, denn er merkt, dass er sehr, sehr stark auf sie reagiert, was das Sexuelle betrifft. Und ja, zu Beginn der Geschichte hier treffen die beiden wieder aufeinander. Und Eddie klaut die Handtasche von der Mutter von Trent. Und ja, Trent schafft es, sie zu stellen und zur Rede zu stellen und hat von dem Moment an halt etwas gegen sie auch in der Hand. Und Eddie beginnt dann aufgrund von Ereignissen in der Firma der Hot Holes und ihrem Vater zu arbeiten. Und Trent und sie sehen sich von nun an jeden Tag und Trent merkt, dass es halt immer schwieriger wird, irgendwie gegen sein Verlangen, was sie betrifft, auch anzukommen. Und als er merkt, dass sie es schafft, eine Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen, ist es um ihn quasi komplett geschehen, denn er hat seine Tochter noch nie so glücklich gesehen, wie wenn sie irgendwie mit Eddie zusammen ist. Und so versucht Trent halt Eddie dazu zu überreden, viel Zeit mit der Kleinen zu verbringen, um sie halt glücklich zu machen. Und je mehr Zeit die beiden halt miteinander verbringen, umso mehr merkt Trent halt, dass hinter Eddie auch noch ganz, ganz viel mehr steckt und dass sie auch Geheimnisse hat. Und was das für Geheimnisse sind und was mit den beiden in diesem Buch alles passiert und was mit Luna passiert und was mit Jordan ist, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass der Inhalt mich hier wieder voll und ganz überzeugen konnte. Die Geschichte ist einfach nur mega cool. Ich war am Ende so, was? Oh mein Gott, das kann doch jetzt gar nicht sein. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also das war am Ende wirklich so ein Ende, wo ich echt gedacht habe, so, what the fuck ist hier los, bitte? Damit habe ich null gerechnet.
Und ja, also AJ Jean hat es hier geschafft, wieder eine richtig coole Geschichte zu schreiben. Die Geschichte war wirklich dauerhaft spannend. Es ist immer was passiert. Es war nie langweilig und es war natürlich auch wieder eine Geschichte, die extrem abgefuckt ist. Also man kann das wirklich nicht anders sagen. Diese Typen in diesem Buch, die sind einfach extrem krass drauf. Also gerade was das Sexuelle betrifft, sind die einfach nur gaga ein bisschen, muss man wirklich dazu sagen. Und ich dachte mir nur so streckenweise, oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier bitte in diesem Buch? Es gab da so zwei Stellen, wo ich echt so dachte beim Lesen, ach du Scheiße, ich kann das jetzt hier gerade nicht lesen. Das ist so Fremdschämen-Moment für mich hoch 20. Und ja, also was das betrifft, sind diese Bücher echt extrem krass drauf. Diese Bücher sind natürlich auch total überzogen, unrealistisch, total kitschig und alles. Und man muss sowas halt wirklich mögen. Wenn man sowas gar nicht mag, dann sollte man echt die Finger von diesen Büchern lassen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Wer halt eher so auf Richtung Green Mountain steht und solche abgefahrenen Sachen eher weniger mag, der sollte wirklich hier die Finger von lassen. Der hat keine Freude an den Büchern, der regt sich da mehr drüber auf als alles andere. Deswegen kann ich das auch immer wieder nur sagen, dass diese Bücher schon recht weit hergeholt sind und unrealistisch und kitschig und überzogen und stereotypisch und keine Ahnung was. Aber ich mag das total und mir hat Scandalove deswegen auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, was die Handlung und den Verlauf betraf, fand ich es super. Was die Charaktere betrifft, hat mir Eddie als Protagonistin in diesem Buch mega gut gefallen. Ich habe mit ihr gelitten, ich habe mich mit ihr gefreut. Ich fand es so toll, wie sie mit Luna umgegangen ist. Ich fand Luna so niedlich und ich fand Trent auch wirklich toll. Er ist halt so wirklich das typische Arschloch. Er ist so der richtige typische Bad Boy und er ist wirklich ein Bad Boy. Er ist jetzt nicht so ein Bad Boy Richtung Jennifer Armentrout, Bad Boy, Demon oder Roth oder sowas. Das sind ja noch so nette Jungs. Nein, Trent ist wirklich ein richtiger, richtiger Arsch. Das kann man nicht anders sagen. Und er ist so ein Macho und er ist ein Alpha-Tier und es lässt er auch raushängen, Eddie gegenüber. Und ja, ich fand es trotzdem cool. Ich mochte die Charaktere. Ich fand auch die Nebencharaktere hier in diesem Buch wieder gut. Und ja, es hat mir, was die Charaktere betrifft, auf jeden Fall auch wieder gut gefallen. Und ich kann nur sagen, dass wir hier einen Bösewicht haben, der auch wirklich richtig gut zur Geschichte gepasst hat, der super in die Story gepasst hat, der super zu den Hot Holes gepasst hat. Das war ein wirklich guter Gegner. Und ja, hat mir auf jeden Fall, was die Charaktere betrifft, auch gut gefallen. Ich mag diese Reihe einfach total. Und auch der dritte Teil konnte mich, was das betrifft, auch wieder total überzeugen. Also Charaktere, top, kann ich mich nicht beschweren, hat mir mega gut gefallen. Was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Wir befinden uns hier wieder in Todos Santos, wie auch im ersten und zweiten Teil schon. Nur, dass dieses Buch jetzt komplett in dieser Stadt spielt. Todos Santos ist so eine reiche Vorstadt von L.A. Und ich finde, das hat die Autorin gut vermittelt. Sie hat die Stadt gut gezeichnet, sie hat gut gezeigt, was es wirklich für eine Stadt ist, wer dort lebt, was das für Menschen sind. Und ja, was das betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Also vom Setting her hat für mich alles gepasst. Aber was die Orte betrifft, die sie hier beschrieben hat, wie das Apartment von Trent oder das Haus von Eddie oder die Firma, wo die beiden arbeiten, habe ich mir das alles super gut vorstellen können. Da hatte ich auch keinerlei Probleme mit. Deswegen kann ich nur sagen, was das Setting betrifft, hat es mir auch gut gefallen. Ich hatte keinerlei Probleme und ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was den Schreibstil betrifft, kann ich auch hier wieder nur sagen, total überzogen, kitschig und abgefahren und auf jeden Fall voller vulgärer Kraftausdrücke. Wer mit den Worten Piep und Piep und Piep nichts anfangen kann, ich möchte diese Worte hier echt nicht in den Mund nehmen. Ja, wer mit solchen vulgäreren Worten nichts anfangen kann, sollte definitiv die Finger von den Büchern lassen, denn das ist hier Standard in dieser Reihe. Das sind Wörter wie Ficken und sowas noch echt harmlos. Deswegen, die Aussprache hier ist schon echt richtig heftig und sehr, sehr vulgär. Und wie gesagt, wer sowas nicht mag, lass die Finger davon. Wie gesagt, finde, es ist eine gute Mischung in dieser Geschichte. Sie trifft den richtigen Ton, wenn es um die wichtigen Stellen geht, wenn es um die gefühlvollen Stellen geht, dann schafft die Autorin wirklich, das auch so rüberzubringen. Dann tut sie diese Abgefahrenheit auch wirklich komplett ablegen. Dann ist es on point eine richtig tolle Love Story. Bis da die nächste erotische Szene kommt und sie wieder anfängt, da diese ganzen Sachen zu tun. Und ja, also sie trifft on point, ich sag mal, in den richtigen Szenen, den richtigen Ton. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie hat die Ernsthaftigkeit bei den wichtigen Stellen gut rübergebracht. Und es war, wie gesagt, so ein kleiner Machtkampf auch hier in dieser Geschichte, der ist super rübergekommen. Ich finde, sie hat die Charaktere gut geschrieben. Also man wusste immer, wer Trent ist, man wusste immer, wer Eddie ist. Man
hat halt wirklich gemerkt, wenn man die Charaktere gelesen hat, ja aus der Sicht von beiden, aus Trent und Eddie. Und sie hat es halt wirklich geschafft, so jedem Charakter seinen Eigenheiten einzuhauchen, was den Schreibstil betraf. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann mich, was den Schreibstil betrifft, auch echt nicht beschweren. Es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, wo wirklich mehr dahinter steckt, als dieses abgefahrene Rumgebumse. Anders kann ich das nicht sagen. Es ist wirklich eine richtig, richtig tolle Liebesgeschichte. Und man muss halt, wie gesagt, auf so ein bisschen was anderes stehen, um diese Geschichte zu mögen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auf den vierten Teil, das ist Broken Love, schon sehr gespannt. Ich bin gespannt, um wen es im vierten Teil geht. Weil die Geschichte mit den Hot Holes ist ja eigentlich durch. Wir haben die Geschichte von Jamie, von Vicious, von Dean und von Trent. Und das sind ja nur vier. Deswegen bin ich gespannt, um wen es im vierten Teil geht, um Broken Love. Und den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Ich mag die Art und Weise, wie LJ Sheen diese Geschichten schreibt. Wie gesagt, es ist etwas komplett anderes. Und man muss sich darauf einlassen können, sonst hat man keinen Spaß an der Geschichte. Aber mir hat Scandal Love wieder richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und ich kann es euch, was das betrifft, auch wirklich nur empfehlen. Das war meine Buchvorstellung zu Scandal Love von LJ Sheen. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.